Wir sind euer Radio Team. Auf 99 UKW. Man hört uns überall. Im Land und auf der See. Es war wirklich eine wunderschöne Zeit und ich fahre auch seither immer hin. Es gibt kein Jahr, wo ich nicht in Aquileia bin, wo ich nicht vor der Kirche sitze und ein bisschen herumspaziere und noch gerade fahre. Und das hängt schon damit zusammen, dass ich dort schöne Sommer verbracht habe. Das war wirklich Piratendampfradio, das hätte man sich heutzutage gar nicht mehr trauen. Und es war auf jeden Fall lustig. Also Radio Adria ist sicherlich eine Zeit, die auch geprägt war von einer echten Lustigkeit. Ja, ich suche Fräulein Treppengeländer. Also Fräulein Treppengeländer, die ist nicht da, die gibt es nicht. Mein Name ist Andreas Wörz. Ja, und ich bin Adrian Emil Demare, der Studio-Kobold. Wir sind euer Radio-Team. Radio hat mich immer interessiert und haben wir gedacht, ja, da hätte ich gerne mal arbeiten. Es war großartig. Es war für mich der Einstieg in das Business, in dem ich noch immer tätig bin. Und so waren wir halt eigentlich die Sunny Boys, die Stars an der Adria, die dort Radio machen. Es ist schön, euch alle wieder zu sehen. Hier ist Ihr Urlaubssender Radio Adria. Wir bringen Ihnen täglich Musik, Unterhaltung und Information. Denn es war eine Zeit, wo sich endlich einiges auf dem Mediensektor bewegt hat. Heute hat man fast keine Erinnerung daran, das bewegt sich ja nicht sehr viel, aber damals war es.